Grundlage und der Begünstigung der Durchschnittsbesteuerung rausgenommen. Mit dem Jahressteuergesetz 2000. Die Machthaber in Minsk, sie bringen Migrantinnen und Migranten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Belarus, um sie von dort in Richtung Europäischer Union zu schicken. Ohne jedes Skrupel missbrauchen sie Tausende von Menschen als Geisel für ein zynisches Machtspiel. Und sie wollen die Europäische Union und einzelne Mitgliedstaaten, wie insbesondere Polen, aber auch Litauen, unter Druck setzen. Und sie spielen skrupellos dabei mit Menschenleben. Noch gibt es eine Maßnahme, die Steuererstattungszinssätze zu reduzieren. Erstens. Die humanitäre Versorgung der Menschen im belarussischen Grenzgebiet hat Priorität, besonders angesichts des nahenden Winters. Zu den Grundwerten der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten gehört, dass wir Menschen in Not nicht alleine lassen. Und diese gemeinsamen Werte werden wir auch an unseren Außengrenzen hochhalten müssen. Das gebietet das Völkerrecht gerade in dieser Situation. Es ist in der Vergangenheit durchaus gesagt worden, dass zu viel Wirtschaftssanktionen die Abhängigkeit Belarus von Russland weiter verschärfen. Wir sind mittlerweile an einer Situation, an der die Konsequenzen aber klarer werden müssen. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass so wichtige Wirtschaftszweige wie die Kaliindustrie in Belarus jetzt sanktioniert werden muss. Und das trägt die Mehrheit der Europäischen Union mit. Lukaschenko instrumentalisiert Menschen, indem er sie aus Damaskus, Dubai, Istanbul oder Moskau einfliegt. Ja, er instrumentalisiert sie, aber trotzdem sind diese Menschen keine Waffe, sie sind keine Verhandlungsmasse, sondern sie sind Menschen mit ihrer Würde. Denn Sie wissen ja sehr wohl, dass durch das System der Durchschnittsbesteuerung...